Moin, ihr Gamer, und herzlich willkommen zurück in Burntown im, Talk im Turm, würde ich fast sagen. Ich habe heute wieder einen neuen Gast mitgebracht, und zwar Dragonslayer 0101. Sag mal hallo. Hallo, Freunde der Sonne. Sehr schön. Die letzten vier Folgen hatten wir mit The Stinky. Und jetzt ist wieder ein... Nee, letzten drei Folgen, Entschuldigung. Jetzt haben wir wieder einen neuen Gast. Ich bin ganz gespannt, was wir heute so an Themen haben werden. Stell dich doch am besten einfach mal vor und deinen Channel. Sag, was du so machst und was du so vorhast. Ja. Und ich fange ja schon mal so langsam an, ein bisschen rumzubauen. Du baust fleißig und ich erzähle ein bisschen. Genau. Alles klar. Also, ja, mein Channel heißt Dragonslayer 0101. Auf den Channelnamen bin ich gar nicht so besonders stolz. Achso. Ich versuche so... Also, naja... Es stört mich nicht wahnsinnig, aber ich versuche das mehr wirklich mit meinem richtigen Namen Matthias irgendwie in Verbindung zu bringen. Einfach weil mir das irgendwie besser gefällt. Und diesen YouTube-Account, den habe ich vor Urzeiten gemacht. Ich glaube, da war die Erde noch flach. Oh, das war so lange. Ja, das ist schon so lange her. Da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern. Du dich offensichtlich schon, denn du weißt, dass du den YouTube-Account da gegründet hast. Okay, ja. Das hatte ich mir irgendwo mal aufgeschrieben, deswegen weiß ich das noch. Ah, okay. Und als ich den gemacht habe, hatte ich noch nie den Gedanken daran verschwendet, irgendwann selber mal Videos zu machen. Das kam dann irgendwann so ad hoc und da habe ich natürlich den Account für benutzt, ne? Und jetzt klebe ich da so dran fest halt, sozusagen. Weil jetzt habe ich da relativ viel schon mittlerweile hochgeladen und ich sag mal, die Sachen, die will ich jetzt nicht einfach wegschmeißen, so nach dem Motto, ich mache jetzt einfach mal einen neuen Channel, ne? Ja. Ja, und was du auf meinem Channel so findest, sind auch im Moment größtenteils so Let's Play-Sachen. Also im Moment läuft da gerade das standardmäßige Minecraft, ne? Natürlich. Ah, ja, genau. Das Gronkcraft. Genau, das Gronkcraft. Wobei ich da auch sowas ähnliches mache wie du hier, oder versuche das zumindest zu machen, dass ich mir einfach mal ein paar Leute immer wieder mit dazu hole, die dann einfach mitspielen und irgendwas erzählen. Und im Moment ist noch Max Payne 3 und seit gestern das neue God of War Ascension mit im Programm. Ja, das ist, finde ich, interessant. Erzähl doch mal ein bisschen was, ich weiß, ich habe dich vorhin schon mal kurz drauf angesprochen, aber erzähl doch mal ein bisschen was über das God of War. Das wird dann auch schon ein schöner Titel für diese Folge sein. Also, God of War ist God of War, ne? Hat sich jetzt so in dem Sinne nichts dran geändert, seit Teil 1 eigentlich nicht. Du bist Kratos, der angepissteste Mensch der Welt, der immer nur auf Rache und Vergeltung aus ist. Und grafikmäßig ist es wie God of War 3, würde ich mal sagen. Vielleicht einen Tacken nochmal geschraubt. Das wäre bombastisch. Also es ist auf jeden Fall eine super Grafik zum Angucken, ne? Es fängt schon alles relativ groß wieder an. Du hast direkt, ich weiß nicht, ob du die Demo vielleicht mal gespielt hast. Ich habe 2 und 3 gespielt und sonst gar nichts mehr. Steht alles noch auf der Liste. Okay. Aber auch die Demo ist an mir vorbeigegangen, leider. Ja, gab es auch, glaube ich, im deutschen PlayStation Store wieder nur für PS Plus oder wie das da heißt, Leute. Mhm. Ja, ist ab 18, ne? Da sind die Deutschen ja ein bisschen. ja, genau. So. Bei den Amerikanern ist es genau andersrum. Bei den Amerikanern darfst du alles zeigen, solange keine Titten zu sehen sind. Genau. Und kurz bevor die Titten das erste Mal kommen bei God of War, war die Demo auch zu Ende. Ah, okay. Habe ich jetzt festgestellt. Überraschung, wie kann das denn sein? Okay. Nee, auf jeden Fall, von der Steuerung findet man sich auch relativ schnell wieder rein, wobei sie da tatsächlich mal wieder eine Neuerung drin haben. Du hast ja sonst immer mit der Zeit durch diese roten Orbs, die du einsammelst, deine Klingen und Waffen, die du so dabei hattest, verbessern können. Das kannst du jetzt immer noch, aber die Moves, die du da neu kriegst, können nicht mehr alle immer angewendet werden, sondern während du kämpfst, füllt sich, so lange wie du nicht getroffen wirst, so ein Rage-Meter, also ne, okay. so eine Wutanzeige oder sowas. Und wenn die voll ist, dann fangen deine Klingen nochmal mehr an zu leuchten und du kannst noch mehr draufhauen und dann auch neue Moves, die stärker sind, benutzen. Okay. Also das ist eine ganz interessante Sache, was dich irgendwie ein bisschen dazu anhält, wirklich drauf zu achten, nicht getroffen zu werden. Und ich finde es auch vom Schwierigkeitsgrad her fast ein bisschen schwieriger als den letzten Teil. Vielleicht alleine deswegen, weil du am Anfang in so einem Kampf meistens weniger bewaffnet bist sozusagen, als du das gewohnt bist. Mhm.
Und ja, dadurch wirst du ein bisschen vorsichtiger. Aber es wird halt auch ein bisschen fordernder, ne? Das finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Also ich fand den dritten schon eigentlich relativ schwierig, gerade wenn es dann so an Zeus ging und so, boah, da habe ich mir echt mit dem Kumpel zusammengespielt und echt die Zähne ausgebissen, also mein lieber Scholli. Ja klar, der Endkampf, der hat es schon in sich gehabt, aber das Spiel ist auch an vielen Stellen darauf ausgerichtet, dass du beim ersten oder zweiten Mal einfach stirbst an den Stellen, ne? Naja. Du weißt nicht, da bricht auf einmal um dich herum alles zusammen, du weißt gar nicht, wo ich hinlauf, wo du hinlaufen musst und dann stirbst du. Ja, das stimmt. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, diejenigen, die God of War gespielt haben schon mal und denen das gefallen hat. Das ist meiner Meinung nach das beste Hack-and-Slay-Game, was du so kriegen kannst momentan. Mhm. Ja, es ist auch wirklich ein starkes Genre, ne? Das muss man schon sagen. Das ist auf jeden Fall, wobei es halt auch gerade in dem Genre relativ viel Mist gibt, ne? Bei God of War hast du noch eine schöne epische Story dabei. Du hast, wie ich finde, einen der geilsten Videospielcharaktere überhaupt mit Kratos. Ja, ja. Auf jeden Fall. hast du das, das aktuellste, das letzte Mortal Kombat gespielt von 2011, das? Was ja auch in Deutschland... Auch nur eine Demo, die ich mir aus dem Ami-Store runtergeladen habe. Aber ich weiß, da war Kratos als Special Guest sozusagen mit dabei, ne? Ja, ist total Hammer. Ist echt geil. Mit Kratos und Fatality machen, was man natürlich gewohnt ist. Er macht ja am laufenden Band Fatalities eigentlich. Das ist schon geil. Das hat schon echt was. Also, das hat Spaß gemacht. So, jetzt muss ich mal hier ein paar Bushaltestellen einrichten. Ich frage mich gerade überhaupt, was du da machst. Ich habe gerade ein neues Casino gebaut und hier ein, zwei neue Viertel hochgezogen. Einfach weil wir einen relativ starken, wie man ganz unten im Bildschirm sieht, einen starken Bedarf an Industriegebieten und an Wohngebieten haben. Ja. Da habe ich ein bisschen was aufgebaut und halt noch ein Casino, damit ich möchte ja auch so eine kleine Casino-Stadt machen, dass das mal einigermaßen funktioniert, dass sie mal ein bisschen Reibach ranholen. Ja, und jetzt... Wie ist das denn? Ich habe jetzt... Die Folgen bis jetzt online sind, ist Folge 4, glaube ich, ne? Die habe ich noch nicht gesehen. Genau, heute kam Folge 4, ja. Ich habe mir noch die von gestern angeguckt heute. Und da hat sich ja einiges getan in der Zwischenzeit. Ja, das geht auch echt fix. Also in diesem neuen Teil ist man echt schnell mit dem Aufbauen. Vor allem deswegen, weil es nichts kostet, diese ganzen Wohngebiete auszuweisen. Also früher hatte man immer so ein... Früher war das relativ teuer, so Gebiete auszuweisen. Mhm. Je dichter die waren, desto teurer wurde das natürlich. Und das kostet jetzt gar nichts mehr. Das heißt, man kann einfach mal hier so ein paar Straßen zimmern und zack, 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 setzt man da Wohngebiete rein und die füllen sich dann. Das heißt, das Einzige, worauf man richtig aufpassen muss wie ein Schießhund, ist, dass man halt die... die Dinger hier weiter erfüllt, die ganzen Anforderungen, die damit auch wachsen. Also der Nahverkehr muss ausgebaut werden, brauchst natürlich mehr Strom, mehr Wasser, mehr Pipapo, die wollen ja immer irgendwas. Ne? Sims haben ja immer irgendwas. Ja, das ist halt wie in einer echten Welt, ne? Genau, immer wollen sie was, immer haben sie was, immer irgendein Kummer. Naja. Also ich habe das letzte SimCity, was ich gespielt habe, war 2000. Oh, das war herrlich. Das habe ich jetzt sogar, als ich mich hier sozusagen für diese Veranstaltung, dieses Event hier beworben habe, nochmal rausgekramt und mit Hilfe von DOSBox zum Laufen bekommen tatsächlich. Ich fand das wirklich so irre. Allein der Soundtrack ging schon so ab. Ja, genau. Und die Zeitung und sowas, das war echt, das hat mich richtig... Vor allem, ich mochte auch die Arkologien, die man am Ende bauen konnte, als die Stadt richtig groß war. Das habe ich fast nie geschafft, glaube ich. Ich war immer sofort pleite. Das ist mir auch ganz oft passiert. Irrsinnig viel Geld, wenn du Kredite aufgenommen hast, die haben unglaublich viel gekostet, ne? Ja. Das war damals definitiv katastrophal. Ich habe vorher sogar noch das allererste SimCity, war das, glaube ich, auf dem Amiga gespielt. Das allererste SimCity war doch, ich habe neulich so ein Video gesehen zu dem Thema. Das allererste SimCity war war sogar für Commodore. SimCity basiert eigentlich auf dem Level-Editor von so einem Commodore-Spiel. Aha. Okay. Na gut, ich meine, Amiga ist ja Commodore im weitesten Sinne, aber... Ja. Also, es war auf jeden Fall... Wie alt war ich da? Das ist bald 15 Jahre her oder so. Naja, schon ganz ordentlich, ne? Ja. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich immer, wenn ich dieses Spiel gespielt habe,
Damit könnte man jetzt sogar ungefähr gucken, wie lange das her ist, habe ich den Soundtrack von Man in Black 1 dabei gehört. Und irgendwann, das hat sich so eingebrannt, dass ich, wenn ich die Lieder jetzt noch höre von Man in Black 1, ich immer an Sim City denken muss. Aber Man in Black 1 war 1997, da warst du aber ganz schön spät dran mit deinem Amiga. Das heißt ja nicht, dass ich mir das da neu gekauft habe. Nee, das stimmt, sicherlich, sicherlich. Ich habe auch 1995 noch Dune 2 gespielt, das war eins meiner Lieblingsspiele für Jahre. Kennst du das? Dune 2, ich kenne ja das Buch und den Film. Das Spiel habe ich, glaube ich, nie gespielt. Das war der Vorgänger von Command Conquer, damals von Westwood, war eins der ersten Echtzeitstrategiespiele. Dune 1 gab's auch für den Amiga. Dune 1 war noch so ein ganz merkwürdiges Rollenspiel eigentlich, aber Dune 2 war so ein Echtzeitstrategiespiel, wo man so mit seinen Panzern und so rumfahren konnte, mit Atreides, Schallpanzern und so. Das ging ab wie Schnitzel. Also es war schon cool. Nee, das ist an mir vorbeigegangen wohl. Hm. Aber ja, also die ganze, mit Command & Conquer bin ich auch so ein bisschen in so ein Echtzeitstrategie-Fieber mal reingerutscht dann. Wobei ich dann kam nachher irgendwann Total Annihilation, das fand ich richtig geil. Mhm. Und dann auch eine ganze Zeit lang wieder nichts mehr in der Hinsicht. Ich habe sowieso eigentlich, bis ich jetzt irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, hier so eine Videos zu machen, kaum irgendwie Spiele gespielt, außer halt gelegentlich mal so auf der Playstation und da dann meistens immer nur Multiplayer Call of Duty, ne? So. Und das wurde mir jetzt dann irgendwann mal zu langweilig. Okay. So auf Dauer. So, ich muss jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen. Ich brauche ein bisschen Kohle. Doch schon wieder, ja? Ja, aber dafür zahle ich mal einen Kredit zurück. Also du brauchst schon... Kredite habe ich hier eigentlich immer am Laufen, aber die sind auch nicht so teuer. Und das ist aber eine gute Möglichkeit, immer ein bisschen Kohle ranzukommen. Aber ich brauche hier unbedingt mal jetzt ein Shuttle-Depot für Busse. Es geht einfach nichts mehr ohne. Die Leute drehen mir sonst durch hier. Die fahren überall, wie die Bekloppten fahren die hier durch die Straßen. Also die fahren wahrscheinlich mit dem Auto zum, weil der Sprit in meiner Stadt nichts kostet, in meiner tollen Stadt, fahren die wahrscheinlich mit dem Auto zum Briefkasten. Die Idioten, ich kenne sie ja, aus den Sims. Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist, ne? Ja, genau. Dann müssen die sich da schon dran halten. Ja, das heißt, wir müssen hier mal... Also, bist du denn bis jetzt hier von Naturkatastrophen verschont worden? Ja, in dem Let's Play ja. Okay. Aber ich habe natürlich privat auch schon rumgespielt und schon mal ein Städtchen aufgebaut und da hatte ich schon auch relativ viel Pech. Also ich war schon, also ein Dinosaurier habe ich schon mal gehabt, also so ein Godzilla-artiges, ja, Wesen in meiner Stadt. UFOs waren bei mir regelmäßig und das, ja, Schlimmste... Bei den Kornkreisen, die du da immer malst, ist das... Ja, schon. Auf jeden Fall. Das ist, wahrscheinlich ist es das. Das hat die typische Form, die fühlen sich angelockt von mir. Wahrscheinlich ist das meine Art, also ist das die Alien-Art, Geschlechtsbereitschaft zu signalisieren, wenn man solche runden Sachen meint. Dann wissen die wahrscheinlich, da unten geht was. Ja, ja, ja. Die Alien-Bienen sind da unten und die wollen was. Jetzt, die machen wir klar. Und dann landen sie, ne? Deswegen, das sind wahrscheinlich immer nur... Deswegen entführen die wahrscheinlich immer viele Leute, weil sie sauer sind, dass sie... Dass die heißen Alien-Damen nicht da waren, die ihnen versprochen wurden vom Orbit aus. Naja. Nee, also dann habe ich zudem noch einen ganz großen Fehler gemacht und bin in so einer Region beigetreten und da hatte man unglaublich viel Geld, irgendwie 1 Million oder 2 Millionen Zaster, mit denen startete man und dann dachte ich, jetzt aase ich mal ein bisschen rum mit dem Geld, also prahl mal, und dann, ja, hat man AKW dahingestellt, was, wie ich dir kurz zeigen kann, relativ teuer ist in diesem Spiel. Ja. So, hier, das müsstest du jetzt gleich irgendwann sehen in den nächsten paar Sekunden. Ja, jetzt sehen wir mal, wie lange ich dir hinterherhänge. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ja, doch. 145.000. Ja, also ganz anders als in früheren SimCity-Spielen, wo AKW eigentlich immer so ein gutes Einstiegsmittel war. Und ich habe aber keine Schulen gebaut. Aha. Das heißt, die haben mit das Bildungsniveau sank immer weiter und die ganzen dummen Leute haben im AKW gearbeitet und dann ist es in die Luft geflogen, oder? Ja, ich habe eine Kernschmelze bekommen, ja. Also weil die Leute doof sind, oder? Ja, was? Richtig. Also die haben sich auch die ganze Zeit beschwert über das Bildungsniveau der Arbeiter. Ja. Aber ich habe nicht darauf reagiert und irgendwann war es dann soweit. Zack. Schön. Oh Mann. Sehr schön. So, naja. Jetzt
und selber, ich fand in der ersten Folge, wenn ich da nochmal kurz ein Augenmerk drauf werfen darf, diese Straßenaktion unglaublich lustig. Ja, wie so viele. Wie so viele. Die Reaktion war einfach schön. Ne? Diese leise Verzweiflung in der Stimme. Ja, Verzweiflung / Enttäuschung. Ne? Ich schmeiß jetzt alles hin. Ja, das war hier irgendwo in der Region, hier links. Ne? Das habe ich echt einfach wirklich auf mich so dämlich verklickt. Ja, das war so irgendwie die erste Querstraße, die da zum Ring gebaut hat, ist so ungefähr. Ja. Dann macht er das auf einmal puff und dahin geschieden war sie. Eine schöne Straße. So ist es. Naja. Ah, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass ich zu den Bus-Shutteln auch noch ein paar Busse bauen muss. Mit so einem Bus, mit so drei Stadtbussen kommen die irgendwie nicht so richtig weit, ne? So, dann bauen wir mal die teuren Busse. Für meine Sims nur das Beste. Bist du prinzipiell Freund von diesen Spielen oder magst du, was Doch. Ist so dein also Liebling? Ich habe überlegt, mir das SimCity hier zu holen auch mal wieder. Und das sieht auch immer noch ganz interessant aus, finde ich. Auch, also ich muss zugeben, ich gucke mir das jetzt zwar so mit an, aber ganz genau sehe ich, verstehe ich nicht, was du alles da machst. Wobei ich jetzt auch, mir ist ja auch egal. Ja, es ist ja nicht das Haupt... Prinzipiell finde ich so eine Spiele eigentlich sehr gut. Bei manchen, zum Beispiel Siedler 2 fand ich sehr lustig auch. Was so in so eine Stadtaufbau-Klamotte ging. Da hat es mich immer genervt, wenn ich kämpfen musste. Weißt du? Das stimmt. Das war bei mir genauso. Ich habe das immer gehasst. Ich wollte immer lieber diese, die haben ja relativ diffizile Produktionsabläufe teilweise gehabt. Genau, du kannst immer schön die Männchen beobachten, wie sie da auf den Wegen hin und her gelaufen sind und die Sachen irgendwo hingebracht haben. Und dann angefangen haben, da rumzubasteln. Ne? Das fand ich immer ziemlich cool zum Zugucken und dann einfach sich da seine Infrastruktur einigermaßen pfiffig aufzubauen irgendwie. Ja. Und wenn er dann auf einmal kämpfen musste mit den Soldaten und so, und das ging mir dann immer auf den Senkel. Ja, das finde ich auch bei Anno beispielsweise störend. Ich spiele liebend gerne Anno, aber wenn es dann zum Konflikt kommt, habe ich dann keinen Bock mehr. Also, es ist eigentlich immer so schön gemacht, was du alles bauen kannst. Und also Anno ist ja die direkte, die logische Konsequenz, ist ja auch von Blue Byte, was die auch Siedler gemacht haben. Ja. Ja. Das merkt man richtig, dass das so die gleiche Postleitzahl hat irgendwo. Achso, deine Frage zu beantworten, ich platziere hier so ein paar Parks in der Stadt, einfach um den Grundstückswert zu erhöhen. Okay. Das ist eigentlich alles. Und dann sieht man, dass um den Park herum die Stimmung steigt. Da sieht man das an diesen kleinen grünen Pfeilchen nach oben, die du auch den irgendwie so in 25 Sekunden oder was dann wieder sehen wirst. Und dann steigt da die Stimmung und dann steigen ja auch die Grundstückspreise. Ja, ich habe mir sogar noch auf meinem Telefon eine Art SimCity App installiert. City Island heißt das. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen unflätig Werbung hier dafür. Das ist City ganz lustig. Island. Also für Android. Da musst du auch so Parks bauen, damit die Leute wieder glücklich sind und in eine Stadt ziehen und so. Okay. Ist ganz witzig. Aber musst du immer mal drauf gucken und das Geld abschöpfen, was die Fabriken und so, die man da hinsetzt, dann verdient haben. Okay. Ist natürlich wie alles diese Games auf dem Telefon oder mittlerweile die meisten, kannst du dann wieder mehr Gold und mehr Geld und weiß ich nicht was alles kaufen. Ja, ne? Ja, pay to win. Ne? 2,50 € und so. Naja, da muss man dann halt willensstark sein und sagen, nein, ich unterstütze das nicht, ich schaffe das auch so. Ist aber schon auch echt schwierig, ne? Also das System funktioniert schon gut, das muss man schon so sehen. Bei allen, ne? Diese ganzen Free-to-Play-Sachen. Ich glaube, du kannst für Spiele, wirst du nie mehr Geld ausgeben als für Free-to-Play-Spiele. Ja, also echt, wenn du nicht aufpasst, auf jeden Fall. Also vor allem geil ist ja, was so mit beispielsweise mit Star Wars passiert ist, dem Old Republic. Da hat sich ein Bekannter von mir erstmal die Special Edition gekauft, die schon irgendwie, ich weiß nicht, 80 € gekostet hat. Ich glaube sogar 100 mit diesem ganzen Krempel, der dabei war. Und dann kostet das ja auch noch eine monatliche Gebühr. Und zack, zack, war das Spiel plötzlich dann free to play. Und dann hat er angefangen, diese Boni zu kaufen, die man da bekommt. Also der muss insgesamt, muss der ohne die laufenden Gebühren 150 € für dieses Spiel investiert haben. Das ist schon
relativ viel für ein Spiel, ja. Es ist krass, oder? Also, echt krass. So, was wollte ich denn? Ich wollte hier mal ein paar